Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Und heute vergleiche ich mal das Fortnite-Haus gegen das Minecraft-Haus. Wenn es dir gefällt und du im nächsten Video gegrüßt werden möchtest, von mir lass gerne ein Like da und so ein fantastisches Abo, um nicht mehr zu verpassen. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß. Hey, da bist du hier wieder. Freue mich, dass du eingeschaltet hast bei mir, dem Sündchen. Wir sind hier, Freunde, mit noch in einer actionreichen Situation. Wir sind hier auf dem Flughafengelände, sagen wir es mal so. Und ich habe hier die Izzy gefunden und die ist verletzt gewesen. Ihr denkt euch, hä, das ist gar nicht die Izzy, aber es ist sie wirklich. Denn nur wenn sie den Skin nicht hat, also ihr guckt einfach die Folge von gestern, dann hat sie den Skin noch drin. Denn mein Internet ist gerade weg und ja, deswegen hat die Izzy jetzt nicht ihren Skin, Freunde. Deswegen nicht verwundern und... Wir haben sie jetzt schon ein bisschen operiert. Es sieht gut aus. Ihr hört so, mein Bein ist gebrochen. Und ja, sie muss jetzt hier vorerst liegen bleiben, aber wir sollen ihr ein bisschen was zum Essen holen, was Gesundes oder sowas. Und die OP ist aber an sich gut verlaufen. Wir messen nochmal ganz kurz den Puls. Ja, sieht eigentlich alles dementsprechend gut aus. Hier geht eigentlich auch alles klar. Naja, wir holen jetzt nochmal was zum Essen. Eventuell zwei, drei Äpfelchen, die ihr sehr, sehr gut schmecken. Und dann gehen wir auch schon weiter. Denn heute, meine Freunde, möchte ich euch mal was anderes zeigen. Und zwar gibt es heute noch das Fortnite-Haus zu sehen. Und das Minecraft-Haus, wo ihr dann entscheiden könnt in den Kommentaren, was euch denn mehr gefallen hat. Das Fortnite-Haus oder eben das Minecraft-Haus. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr denn lieber spielt. Soll ich vielleicht auch mal ein bisschen Fortnite hochladen? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Lust habt. Mal schauen, aber ich bin auf jeden Fall offen für alles. So, zack, weil ich spiele sehr, sehr gerne Fortnite. So, und heute kam ja auch das Update da raus, von das Marvel-Update. Also, da ist für viel Action gesorgt. Schade, dass bei Minecraft nicht so viel passiert, was so den aktuellen Content angeht, wenn ihr wisst, wie ich meine. Aber naja, Freunde, aber naja, wenn ihr auch hier Vorschläge habt, was ich hochladen soll, lasst mir das gerne in den Kommentaren wissen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Okay, ich habe jetzt bislang übrigens noch keinen einzigen Apfel für Izzy rausbekommen, aber naja, dann bringen wir später welche. Ihr wollt jetzt nicht sehen, wie ich hier die ganze Zeit nur irgendwelche Blätter zerstöre. Deswegen sagen wir das ihr mal ganz kurz. So, wo haben wir es denn? Izzy, na, wie geht es dir? Ich möchte dich kurz was fragen, ich bringe ja später Äpfel, denn ich möchte jetzt den Abonnenten das Fortnite und das Minecraft-Haus zeigen. Ich hoffe, es ist kein Problem für dich. Sehr gut, also... Freunde, schreibt mir, oder was wollt ihr als erstes sehen? Ich muss jetzt schnell entscheiden. Ich denke mal, ihr wollt als erstes das Fortnite-Haus sehen oder das Minecraft-Haus. Na, wir sagen mal das Fortnite-Haus als erstes. Und dafür müssen wir in den Westen, Freunde, der Stadt. Und da sind wir hier schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Es ist direkt da hinten, gar nicht weit weg. Da hinten seht ihr es schon, diese braune Fleck da. Und dieses Braun, was man da sieht, ist das Fortnite-Haus, Freunde. Und da steht es auch oben drauf. Fortnite, also hier steht es... Night noch da. Hier das Fort, ne? Ihr seht's. So, Fortnite. So. Also, ich denke, das wäre schon mal gut zu erkennen. Und da lassen wir uns nicht lumpen und gehen mal direkt rein ins Fortnite-Haus. Hier ist es, Freunde. Und ja, es sieht jetzt von außen nicht sonderlich spektakulär aus. Ich denke, es geht hier um die inneren Werte. Wie bei ganz vielen Sachen, ne? Von außen, naja, nichts Besonderes halt ein Holzhaus. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Aber wenn wir reingehen, sieht das Ganze doch ganz anders aus. Wir haben hier typische Fortnite-Sachen momentan. Und zwar gibt es zum einen hier, Freunde, was denkt ihr, ist das hier? Das ist zum einen eine Treppe und hier vorne dran ist die Wand geplaced. Quasi zum Rampen, zum Ramp-Push sozusagen. Wird hier unten zwar noch zu was zu wählen zum Freelayern, aber es sieht doch schon mal ganz cool aus. Man denkt mal, erkennt auf jeden Fall, was das ist. Hier ist eine Wand editiert mit einer Tür. Und ja, die Tür ist hier zu Ende. Jetzt haben wir hier ein cooles Versteck auf jeden Fall. Sehe ich gerade. So, also, das sind die ersten beiden Sachen im ersten Bereich. Dann haben wir hier, wir fangen mal hier an. Also, hier haben wir verschiedene Skins für die Spitzhacken. So, wir haben zum Beispiel eine Diamantspitzhacke, eine Eisenspitzhacke und eine Goldspitzhacke. Sieht mega aus. Welches sind euer Lieblingsskin, Freunde? So. Moment. So. Und das drehen wir auch noch um. Zack. Dann haben wir hier verschiedene Waffen. Wir haben hier zum einen den Boom Boom Bow, der erst mit dem letzten Update reinkam, Freunde. Den TNT-Bogen. Den kennen ja also auch nur die meisten Fortnite-Spieler von euch. Also nur die aktiven Spieler. Dann hier die Armbrust. Die war zwischenzeitlich auch mal im Game. Können wir ja mal ganz kurz testen. So.
haben wir den... Wo ist denn jetzt der Bogen hin? Die Armbrust. Lul. Freunde. Okay, die Armbrust ist einfach... Wie kommt denn die von da hier hin? Wir testen sie einfach mal. So, und... irgendwie schießt sie nicht. Naja, auf jeden Fall, das ist die Armbrust, ihr kennt sie alle. Und dann hier die Scar, Freunde, sehr geil. Die wird auf jeden Fall ordentlich Wumms haben. Zack, ausholen und schieß doch. Oh, ja, jetzt haben wir die Munition auch schon weggeschossen. Es war vielleicht ein bisschen zu wenig Munition. Und das, Freunde, fragen sich bestimmt einige, was das ist. Und zwar ist das ein Geysir. Damit wird man eigentlich hochgeboostet, hier wie das Wasser. Sollte es anscheinend so darstellen. Aber naja, Freunde, das war auf jeden Fall das Fortnite-Haus. Wenn euch das Fortnite-Haus gefällt, schreibt einmal Hashtag Fortnite in die Kommentare. Und jetzt gehen wir rüber in Richtung Osten, genau. Zum legendären Minecraft-Haus. Da bin ich auch mal gespannt, was uns erwartet. Und ihr könnt, wie gesagt, in die Kommentare dann schreiben, was euch besser gefallen hat. Das Fortnite-Haus oder eben das Minecraft-Haus. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was ihr in den Kommentaren entscheiden werdet. So. Kurz hier rüber gehen. Zack, zack, zack. Und es ist echt schade, dass die Skins gerade nicht angezeigt werden von Easy oder so, weil mein Internet ist einfach weg, Freunde. Ich muss auch gucken, dass das Video überhaupt heute online kommt. Wenn es den ganzen Tag mein Internet weg ist, dann war es auch komplett. Deswegen einfach mal schauen. So, wir müssen jetzt erstmal ein Stückchen laufen durch die gesamte Stadt, Freunde. Vom Westen rüber in den Osten. Also komplett den Gegensatz haben wir hier erwischt. Schade, dass es nicht nebeneinander war. Da hätte man vielleicht auch den Kontrast ein bisschen besser sehen können. Oder den Vergleich. So. Hier ist die Synthestatue. Und da hinten dran müsste es sein beim Wasser. Also nicht auf der beim Wasser drauf, sondern hinten dran da. Freunde, das ist das Minecraft-Haus. Da rennen wir jetzt mal hin. Steak kurz essen. Leckerli. So. Und hier ist jetzt das Minecraft-Haus, Freunde. Ihr seht's, MC für Minecraft. Man geht hier rein. Hier links sieht man zum einen drei typische Sachen für Minecraft. Zum einen eine Ender-Chest. Ein Ender-Augen-Portal. Also ihr wisst, da macht man die Ender-Augen immer rein. Und hier noch ein Zaubertisch. Also ein bisschen so die mystische Seite von Minecraft. Hier natürlich auch noch ganz klar die ganzen Erze, die man abbauen kann. Kohle, Eisen, Gold, Lapis, Lazuli und Diamantos. Smaragde habe ich jetzt noch vergessen. Also sie wurden noch vergessen. Aber die sind ja eh relativ selten und nur in diesen ganz hohen Gebieten zu finden. Dann haben wir hier ein paar Tiere, die Minecraft beschreiben. Und zwar die Schäfchen, auch super. Oh Leute, sehr, sehr goldig. Sieht richtig schön aus, ein schwarzes und ein weißes Schaf eben. Und hier noch TNT, Freunde. Denn jeder Minecraft-Spieler liebt TNT-Explosionen, würde ich mal. Da lege ich mich mal weit aus dem Fenster und behaupte das mal. Okay, Freunde, das hier ist dann auch das Minecraft-Haus gewesen. MC, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt jetzt unbedingt in die Kommentare, welches Haus du cooler fandest. Das Hashtag Fortnite-Haus oder das Hashtag Minecraft-Haus. Und welches Spiel du eher spielst, was ihr für Vorschläge, was ihr aufnehmen soll. Und dann hören wir uns morgen. Macht's gut, ich bin raus, euer Synthe ist weg und ciao.